herzlichen Glückwunsch, liebe Darmkurler. Ihr habt die Dr. Friederike Feil Darmkur überstanden und feiert jetzt wahrscheinlich eure Erfolge. Vielleicht habt ihr ein paar Kilos abgenommen, ganz ohne zu hungern, oder ihr habt eine bessere Haut, egal was. Ich hoffe, ihr habt genau das erreicht, was ihr auch erreichen wolltet. Und ja, weil wir auch so viele E-Mails immer wieder bekommen, was können wir denn machen, um jetzt diesen Erfolg noch möglichst lange nachhaltig zu halten, beziehungsweise wie soll unsere Ernährung weiter aussehen? Auch Thema Nährstoffe, was brauche ich im Anschluss denn noch an die Kur? Die Nährstoffe haben den meisten ja wahrscheinlich so richtig gut getan. Und genau darauf möchte ich heute jetzt im Video drauf eingehen. Phase 4 quasi, die heiße Phase. Was mache ich nach der Kur, um möglichst viel von den 17 Tagen zu profitieren? Wir fangen an mit dem Thema Ernährung. Ab Phase 4, ganz klar, könnt ihr natürlich eure Ernährungsweise etwas lockern. Im Leben geht es ja immer darum, alles locker ist viel besser wie hochdogmatisch. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr ein Körpergefühl bekommen habt für die Lebensmittel, die euch vielleicht nicht ganz so gut tun. Oder wenn ihr auch jetzt gemerkt habt, ihr habt Weizen und Zucker weggelassen, dass ihr euch einfach ein bisschen energetischer fühlt. Und ich erzähle euch so ein bisschen, wie ich es mache. Bei mir daheim gibt es zum Beispiel überhaupt kein Weizen. Es gibt auch kein Brot. Allerdings kaufe ich mir ab und zu gekeimtes Brot, weil gekeimtes Brot eine ganz hohe, ich sag mal, Lebensqualität hat. Da ist eine enorme Kraft drin. Das gönne ich mir manchmal, da habe ich dann auch so einen richtigen Hunger drauf. Gibt es mittlerweile bei dem ein oder anderen Bäcker. Und was eben noch in diesem gekeimten Brot steckt, das sind wirklich so diese Kraft der Sonne. Wir sagen auch gerne Licht- oder Sonnenenergie, denn es wird wirklich nur getrocknet und nicht gebacken. Das ist das eine. Oder eben auch das Nussbrot. Das könnt ihr weiterhin zu euch nehmen. Habt ihr ja jetzt gelernt, wie es geht. Auch der ein oder andere liebt das Buchweizenbrot. Ohne Themen da einfach weitermachen. Wenn ihr doch mal ein Brot beim Bäcker holen wollt, dann denkt daran, dass ihr wirklich ein Sauerteigbrot nehmt. Denn bei der Sauerteigführung, der traditionellen Sauerteigführung, da werden Stoffe abgebaut, sogenannte ATIs, Amylase-Trypsin-Inhibitoren, die Nährstoffaufnahme hemmen. Und dementsprechend, wenn ein Brot, dann ein Sauerteigbrot und eher Dinkel, Emmer, Einkorn anstatt eben das Weizenbrot. Ja, so viel zum Thema Brot. Ist es jetzt schädlich, ab und zu mal Weizen zu essen? Überhaupt nicht. Ich denke immer, der Körper muss auch trainiert werden, aber eben nicht täglich. Hülsenfrüchte haben wir in unserer Kur auch nicht zu uns genommen, weil wir einfach den Körper entlasten wollten. Und Hülsenfrüchte brauchen sehr lange zur Verdauung. Nichtsdestotrotz sind sie sehr gesund für euch. Das heißt, auch jetzt ab Phase 4 nach der Kur 2 bis 4 Mal die Woche Hülsenfrüchte einzubauen, insbesondere Linsen oder auch Kichererbsen, das tut euch richtig gut und da sind tolle Nährstoffe drin. Denkt dran, um euren Darm zu entlasten, so wie es die Oma gemacht hat, weicht eure Hülsenfrüchte am Tag vorher ein. Vielleicht noch mit ein bisschen Natron, weil so wird es einfach leichter verdaulich. Und das heißt wieder, ihr spart eurem Darm Arbeit und das heißt direkt für euch mehr Energie und ein stärkeres Immunsystem. Milchprodukte, großes Thema. Auch hier häufig die Frage, naja, wenn ich jetzt die ganzen Milchprodukte weggelassen habe, darf ich sie nie wieder essen? Überhaupt nicht. Wir haben ja schon in Phase 3 angefangen, Milchprodukte in Maßen wieder einzusetzen. Allerdings, auch hier achtet auf eine Top-Qualität. Es bleibt nach wie vor, Schaf ist besser verträglich oder Schaf und Ziege sind besser verträglich wie Kuhmilch. Auch auf die Bearbeitung kommt es bei der Milch an. Am besten sollte Milchprodukte wirklich in Rohmilchqualität nicht homogenisiert sein, weil durch die Homogenisierung, genau das meinte ich, die Homogenisierung, werden die Fettzellen oder die Fettpartikel so klein zerteilt, dass die durch eure Darmschleimhäute durchgehen oder durch eure Schleimhäute durchgehen und Entzündungsreaktionen hervorrufen. Bei Milch wirklich auf Top-Qualität achten, gibt es auch einen schönen Blogpost auf unserer Homepage. Also
Und dann einfach das Thema nicht mehr wie eine Portion Milch am Tag. Also nicht morgens, ich sag mal, euer Müsli mit Milch essen, mittags euren Käsestullen oder Käsebrot und abends dann nochmal schön Quark. Das ist dann einfach zu viel. Ja, was gibt's noch? Thema Trinken. Eigentlich so das Allerwichtigste. Achtet weiterhin darauf, dass ihr viel trinkt, dass ihr eure Flüssigkeit nicht zur Mahlzeit aufnehmt, sondern eben vor der Mahlzeit und dann erst wieder eine Stunde später. Auch hier, wir haben während der Kur angefangen, den Tag zu beginnen morgens mit 2 Gläsern Wasser, einer Prise Salz. Und das ist einfach sowas, das könnt ihr euer Leben lang machen. Das mache ich selber jeden Morgen. Das ist dann wie, wenn Licht durch die Adern fließt. Ihr werdet einfach sehen, ihr geht anders durch den Tag. Thema Kaffee. Großes Thema in unserer Kur. Viele fragen, warum kein Kaffee? Wir wissen mittlerweile, Kaffee erhöht die, ich sag mal, Stresshormonproduktion und sollte dementsprechend insbesondere um die Mahlzeit stark reduziert werden, weil euer Körper sonst gar nicht richtig verdauen kann. Außerdem, wenn ihr chronisch Kaffee trinkt, dann ist es nicht möglich, den Darm mal zur Ruhe zu bringen. Und dementsprechend mein Motto, so wenig wie möglich, ab und zu mal einen Kaffee zum Genuss. Sicherlich auch kein Problem, aber eben versucht das zu reduzieren. Ihr habt jetzt gemerkt, ihr braucht die nicht für eure Energie in den Tagen und seid wahrscheinlich sogar noch viel energetischer drauf gewesen. Thema Zucker, auch ein wichtiges Thema. Wir haben euch in der Kur versucht beizubringen, mit Alternativen klarzukommen. Wir haben, ich erinnere euch mal, fermentierten Reissirup eingebaut in unsere Rezepte, auch Birkenzucker eingebaut und eben um diesen, ich sag mal, weißen Haushaltszucker zu entkommen, der ja wirklich Gift für euren Körper, Gift für euren Darm ist. Und ich denke, mit diesen Alternativen, auch ab und zu mal einen Honig, könnt ihr weiterhin gut leben. Es sind tolle Kuchenrezepte drin, also versucht einfach weiterhin euren Zuckerkonsum stark zu reduzieren. Gemüse, das darf man nicht vergessen. Habt weiterhin dieses Gemüsethema, dass wirklich in jeder Mahlzeit viel Gemüse ist. Ihr wisst, in Gemüse sind so viel Ballaststoffe drin, die eurem Darm dazu dienen, dass er, oder es ist Kraftfutter für den Darm, diese Ballaststoffe aus dem Gemüse, und gleichzeitig befinden sich auf jeder Pflanze viele Bakterien, die euren Darm stärken. Beim Gemüse achtet auf saisonal, denn das tut eurem Darm wirklich gut, wenn ihr über die Saisonen esst. Also nicht das ganze Jahr Paprika oder auch Tomate, sondern wirklich so, wie es die Jahreszeiten euch vorgeben, das dann auch genau richtig. Denkt an die Joker, wir hatten sie in der Ernährungsweise, wie quasi die Kur aufgebaut ist. Ihr habt sie auch immer mit eingebaut. Umso mehr Joker ihr für den Darm einbaut, umso leichter tut er sich. Ich wiederhole nochmal, was die Joker waren. Das waren die Sprossen, Kräuter, Gewürze, auch fermentierte Lebensmittel. Behaltet es bei, jeden Tag eine kleine Portion fermentierte Lebensmittel zu essen. Und ihr werdet sehen, dann kommt euer Darm gar nicht mehr in diesen katastrophalen Zustand, wie er vielleicht davor war. Ein Darmaufbau dauert manchmal länger wie 17 Tage. Insbesondere, wenn ich viele Antibiotikakuren hatte, wenn ich vielleicht auch schon Jahrzehnte mit Darmproblemen zu kämpfen habe, dann geht das nicht in 17 Tagen. Und da empfehlen wir einfach auch die Nährstoffe, die wir jetzt extra so umgestellt haben oder so entwickelt haben, dass wir mehr auf die Kraft der Natur setzen, anstatt auf Hochdosierungen, dass ihr die langfristig auch nehmen könnt. Ich empfehle wirklich, wenn man Probleme hatte, dass man die Produkte auch mal 3 Monate, mal 6 Monate durchgehend nimmt, um dem Darm einfach wieder die Kraft zu geben, richtig zu funktionieren. Und ihr werdet sehen, je länger ihr das macht, umso mehr Kraft kann auch euer Darm tanken. Sonst könnt ihr natürlich alle anderen Tipps, die ihr jetzt mitgenommen habt von der Kur, wirklich euer Leben lang durchführen. Macht die Darmübung, bewegt euch täglich. Im E-Mail-Coaching waren viele Tipps. Also je mehr ihr weiter umsetzt, umso besser. Wichtig, es darf nicht zwanghaft werden. Es soll zu eurem Leben dazugehören, mit Lust und Laune. Und ich denke, dass es dann am allereinfachsten fällt. Wünsche ich euch viel Spaß. Ich freue mich auch schon, euch in der nächsten Kur wiederzusehen. Und jetzt eine ganz gute Zeit.